Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Corpse Party. Beim letzten Mal sind wir ja leider, also haben wir es ja leider nicht geschafft, Shinosaki zu retten. Zweimal haben wir es nicht geschafft. Jetzt weiß ich aber dafür auch besser die Position, wo ich sie suchen muss und wie ich das Ganze machen muss. Yay. Gut. Das ist dann alles wieder überspringen. Komm, reiß dich zusammen, Shinosaki. Die Scheiße bekommt ihr nicht gut, ich weiß. So, ja, da geht der da rein, ist mir egal. Ich weiß, was ich tun muss. Ich muss... So... Ich weiß ungefähr die Position, die ich gleich suchen muss. Gut. Komm. Lass sie weggehen, damit ich das dann möglichst schnell machen kann und versuchen kann, dass sie diesmal nicht drauf geht. Die letzten beiden Versuche sind ja absolut fehlgeschlagen, gut. Also, da ist die Möglichkeit einmal, da ist die Möglichkeit. Also, es waren einer dieser eisernen Kreuze dort und es war nicht direkt am Poolrand. So. Und es waren sozusagen zwei Schritte drunter. Ich habe Ideen, was ich machen soll. Gut. Komm. Komm. Ist das die Position? Gut. Das ist die Position, wo ich hin muss. Gut. Gut, gut, gut. Dann... Ist denn... Okay, Locker Room ist sie nicht. Gut, dann... Ich habe mir die Position bemerkt, wo ich hin muss. Shinosaki! Inai! Nani yatten da yo, taku! Gut. Hopp. Ich weiß, wo sie jetzt doch hoffentlich sein müsste. Gut. Bitte sag mir nicht, dass ich da jetzt falsch bin. Okay, da war sie nicht. Gut. Gut, dann... Hier war... Dann ein weiter rechts. Da bin ich mir jetzt tatsächlich relativ sicher. Oder ein weiter nach oben. Ja. Oh, puh, Glück gehabt. Puh. Wir haben es geschafft. Jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung. Jo. Stay alive, stay alive. Manchmal muss man es auch ein bisschen mit Humor sehen. Jupp, da kotzt sie wieder. Way. Das ist das reinste Kotzfest, dieses Spiel. Hey, du atmest wieder. Wuhu. Endlich. Gut, das hat schon mal funktioniert. You're back with me now?
So, tell me, why the hell did you jump into the pool? You called me out there, didn't you? Hey, what? I heard your voice, so I went outside, and after that I don't remember much else. The next thing I knew, my vision was all this sickening green color and my mouth was full of water. God damn it. Was this the work of those ghosts again? Can't believe they can trick us so easily. There's got to be something in that pool. Yes. Ich denke nicht, dass auch nur eine davon funktioniert. Nothing. I can't go, this is a horrible taste, and I smell absolute... Okay. Das nennt man Breakdown. Und das tut in den Ohren weh. How does she think I feel? Ja. Fuck, da habe ich das jetzt übersprungen, Mist. Egal. So, I don't know how much help rainwater will before getting the taste out of your mouth. Okay. Alright, then let's go. So. After this, I guess we need to figure out how we dry our clothes. Okay. Was ist jetzt? Okay. Feeling better? Yeah, surprisingly, I was able to rinse out my mouth pretty thoroughly. Were you? That's good. Shinozaki, while I was out here, I came across a room in the back that I kind of like to check out. I will go with you. That's probably for the best. Alright, let's do it. Good, aber vorher... möchte ich schauen, ob ich nochmal sprechen kann, sicher. Nicht, dass da noch irgendwas kommt und ich die ganze Scheiße dann nochmal machen muss. Deshalb lieber einmal wieder zum Speichern zurück. Jo. Main Building. Wisst ihr es? Ja. Einmal gespeichert. So. So, dann hopp. Hopp. Einmal das Wasser ablassen und dann die ganzen Leichen hier am Pool sehen. Yay. Ja. Ich habe daraus gelernt, das Wasser nicht abzulassen, wenn Shinozaki noch im Pool liegt. Das wäre nicht so eine kluge Idee gewesen damals. Also in der letzten Folge, also. So, balla. Einmal Drainage. Gut. Also das müssen ganz schön kräftige Pumpen sein, die das da rauspumpen. Denke ich. Okay, was finde ich hier alles so? Okay, yo, Elementary, aha. Ich denke, da oben kriege ich den nächsten Zeitungsartikel, der mich weiterbringt. Vielleicht beendet er sogar diesen Chapter, das kann auch sein. Try to... Sorry, noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da die Augen sind. Daher, we must be from the water pump and fluid into the pool. Hopefully that we keep anyone from finding the little treasure I left in the pig out. Okay, that bitch killed my friends. She can spend eternity without a tongue, for all I care. Okay. Ja. What is this thing? Some kind of handle. Okay, acquired, rusted. Okay. From the. Ah.
Ah, okay, gut, verstanden. Damit komme ich also jetzt. Ah, ich habe verstanden, was ich machen muss. Gut. It is an oversized to obviously used for filling the pool. Its entire surface is covered in moss that have absorbed some of the. Hallo, ich habe doch hier die. Wieso? Ach nee, warte mal, ich habe eine Idee, dass. Das heißt, also ich habe eine Idee, dass ich damit dann den. Hier rechts vielleicht. Oder. Irgendwie. Ah, ja, yeah, written on a. Attached to the water pump below, attached to the rusted wheel, yes. Oof, that was as fast as it's gonna go. I think it's too rusted to turn anymore. Okay. Then it turned as fast as it will go. Okay. Was genau heißt das jetzt? Für die Poolside hier. Heißt das, dass ich da oben jetzt an dem Ding. Ah, da kam was raus. Okay. It's a small bag, hemp bag, stained with copious amounts of blood. It's okay. It's American. Okay, das ist wahrscheinlich die Heavenly Host Elementary School. Ja, toll, Katsuji. The bag appears to contain a severed. Severed human tongue. Ja, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Acquired Tokiko's tongue. Das muss ich wahrscheinlich dem Mädchen zurückgeben, aber ich denke, dass ich das nicht in dieser Folge machen werde. Sondern erst nächste Folge. Gut. Also tut mir leid, dass dann diese Folge halt wirklich so extrem kurz ist, aber aufgrund dessen, dass ich halt zeittechnisch unter Zeitdruck bin, ist dieses Mal dann nur eine sehr, sehr kurze Folge. Ich hoffe, dass ich die nächsten Folgen dann vielleicht wieder etwas länger machen kann, aber ja, ist jetzt halt so. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.